Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wollten ja noch Fortsetzung machen in 1. Samuel 14, zweite Hälfte. Die erste Hälfte hat einen extrem prophetischen Impetus. Da wird eigentlich Christi Wiederkunft auf dem Ölberg beschrieben. Ja? Da gibt es auch ein Video zu, oder habe ich ein Video zu gemacht, wen das interessiert, dieser prophetische Teil, der schau bitte unten im Kommentarbereich. Da verlinke ich euch das Video drin. Könnt ihr euch das anschauen. Das hat enge Bezüge zu Sacharja 14 und auch zur Wiederkunft Christi auf dem Ölberg. Tief im Alten Testament. Also eine wunderschöne, wunderschöne Sache. Die zweite Hälfte dieses Kapitels, die beschäftigt sich mit einem anderen Thema. Mehr mit so einem seelsorgerlichen Thema. Weil der Saul nämlich das Volk in seiner Verblendung in diese Schlacht hinein gehetzt hat und so weit gebracht hat, dass das Volk vollkommen erschöpft gewesen ist. Und zum Schluss dann in eine schlimme Sünde fällt, weil sie nämlich dann opfern und das Fleisch, das Opfer, oder weil sie schlachten, nicht opfern, sondern schlachten, und dann dieses Fleisch im Blut essen. Das war ja verboten nach dem Gesetz. Und dann tritt Saul als sehr frömmelnder König auf, der sagt, jetzt müssen wir noch einen Altar bauen. Also der treibt das Volk in die komplette Verzagtheit und in die totale Erschöpfung rein. Das, glaube ich, ist ein Bild auf das, was heute in Gemeinden gemacht wird. Wenn einerseits viel Aktivität erwartet wird von den Gemeindemitgliedern, es gibt ja immer so diesen unausgesprochenen Anspruch aller Gemeindebesucher, dass sie die Gemeinde finanziell und mit allen möglichen Aktivitäten zu unterstützen haben. Und wenn dann die Gemeindeleitung so besonders darauf erpicht ist, erfolgreich zu sein, dann machen die dasselbe, was der Saul hier auch macht, und die hetzen dann die Leute in die Aktivität rein, und nach einigen Monaten merken dann die Geschwister dort in der Gemeinde, dass sie komplett ausgebrannt sind. Ja, und dann versuchen die, sich zurückzuziehen, dann haben sie aber diesen Anspruch ständig im Knick und dann kommen sie in so eine Situation rein, wo sie komplett ermüdet sind und eigentlich aus diesen ganzen Aktivitäten gerne wieder aussteigen möchten. Aber das ist natürlich auch schwierig zu sagen, ich komme nicht mehr, weil mir das zu viel ist. Ja, das traut sich dann niemand zu sagen. Und dann sind die Leute dann involviert, dann haben die ihre normalen Gottesdienste am Sonntag, dann haben sie mittwochs Bibelstunde, dann haben sie dienstags Chor und freitags haben sie Häkelkreis und Donnerstag haben sie noch Gemeindesitzung und montags findet sich noch so ein Sport- oder Gymnastikkreis. Und irgendwo werden sie auch bewusst von der Gemeindeleitung immer eingebunden, weil das die Leute an die Gemeinde bindet. Und dann brennt die Gemeinde aus, vor allem deswegen, weil sie in den Predigten nicht Gottes Wort bekommt. Honig, ja, Jonathan, der Sohn von Saul. Der hat nämlich im Wald Honig gegessen und der Honig hat ihn stark gemacht. Ja. Und diese Stärke da, die hat Saul dem Volk versagt. Er hat gesagt, ich will, dass ihr nichts esst und nicht schlaft, bis ich mich gerecht habe an meinen Feinden. Ja, das war eine reine Ego-Tour, die der Saul da gefahren ist. Und das ist schon ein deutliches Bild auf das, was heute auch passiert und wo ihr euch unter Umständen auch drin befinden könnt. Ja. Das heißt, das Alte Testament gibt uns da ein schönes Bild drauf, was passieren kann, wenn man unter die Herrschaft Sauls plötzlich gezwängt wird, ohne dass man das vielleicht merkt. Ja. Ich lese mal die Verse, weil man Gottes Wort immer braucht, um die Dinge sauber zu sehen und sauber zu definieren. Ja. Ich lese mal ab Vers 16. Und die Wächter Sauls zu Gibea Benjamin sahen, dass der Haufe zerrann und verlief sich und war zerschmissen. Die Gegner, ja, die verlaufen sich, die laufen weg. Saul sprach zu dem Volk, das bei ihm war, zählet und sehet, wer von uns sei weggegangen. Und da sie zählten, siehe, da war Jonathan und sein Waffenträger nicht da. Da sprach Saul zu Ahia, das ist der, der den Leibrock trug, ja, den Leibrock des Priesters, bringe herzu die Lade Gottes, denn die Lade Gottes war zu der Zeit bei den Kindern Israel. Und da Saul noch redete mit dem Priester, da war das Getümmel und das Laufen in der Philisterlager größer. Und Saul sprach zum Priester, zieh deine Hand ab, lass sein, keine Zeit mehr zum Opfern, keine Zeit mehr für Gottesdienst. Wir fragen jetzt auch Gott nicht mehr, jetzt ab in den Kampf. Ja. Saul nie pünktlich eigentlich, nie in Gottes Zeit. Ja. Und Saul rief und alles Volk, das mit ihm war, und sie kamen zum Streit. Und siehe, da ging eines jeglichen Schwert wider den anderen und war ein sehr großes Getümmel.
auch die Hebräer, die bisher bei den Philistern gewesen waren und mit ihnen im Lager hinaufgezogen waren umher, taten sich zu denen von Israel, die mit Saul und Jonathan waren. Und alle Männer von Israel, die sich auf dem Gebirge Ephraim verkrochen hatten, da sie hörten, dass die Philister flohen, strichen hinter ihnen her im Streit. Also half der Herr zu der Zeit Israel, und der Streit währte bis gen Bet Aven. Und als die Männer Israels matt waren desselben Tages, ja, also die Männer Israels sind müde, die haben sich müde gekämpft, beschwor Saul das Volk und sprach: Verflucht sei jedermann, wer etwas isst bis zum Abend, dass ich mich an meinen Feinden räche. Da aß das ganze Volk nichts. Ja, also Saul geht es nur um sich selber. Er will sich rächen an seinen Feinden und lässt dem Volk nicht zu, dass es isst, Nahrung aufnimmt, damit es stark ist für den Kampf. Und das ganze Land kam in den Wald. Es war aber Honig auf dem Erdboden. Und da das Volk hineinkam in den Wald, siehe, da floss der Honig. Aber niemand tat davon mit der Hand zu seinem Munde, denn das Volk fürchtete sich vor dem Eide. Jonathan aber hatte nicht gehört, dass sein Vater das Volk beschworen hatte, und reckte seinen Stab aus, den er in seiner Hand hatte, und tauchte mit der Spitze in den Honigseim und wandte seine Hand zu seinem Munde. Da wurden seine Augen wacker. Ja, das altes Lutherdeutsch finde ich toll. Seine Augen wurden wacker. Ja, der wurde fest, der wurde stabil, der hat einen klaren Blick gehabt, und das macht Gottes Wort. Ja. Da antwortete einer des Volks und sprach: Dein Vater hat das Volk beschworen und gesagt, verflucht sei jedermann, wer heute etwas isst. Und das Volk war matt geworden. Da sprach Jonathan: Mein Vater hat das Volk ins Unglück gebracht. Seht, wie wacker sind meine Augen geworden, dass ich ein wenig dieses Honigs gekostet habe. Das war Aufruhr wider den König. Hochverrat. Jonathan kritisiert seinen Vater Saul. Jonathan kritisiert den König Israels und sagt: Mein Vater hat das Land ins Unglück gebracht. Wenn ihr das, ich übertrage das ins Geistliche, ja, ihr könnt das auch ins Politische heute übertragen, ja, da geht es mir aber nicht drum. Ja, wir sind ja nicht irdisch gesinnt, sondern wir sind geistlich gesinnt. Wir sehen das als ein geistliches Bild auf den geistlichen Zustand in der Gemeinde. Aber wenn man will, kann man es auch auf die Politik übertragen, ja. Ist aber nicht mein Thema, Politik hier auf dem Kanal. Ja. Wenn ihr die Gemeindeleitung in der Richtung angeht und wenn ihr die kritisiert dafür, dann habt ihr ein Problem. Ja. Denn das ist Hochverrat. Und das werden auch nicht alle hören wollen. Ja. Da braucht man auch Mut zu und Standing für, weil das wird teuer, wenn ihr das sagt. Aber Jonathan hat den Mut gehabt und hat das gesagt, ganz offen, ganz klar, ganz offen, wie es ist. Mein Vater hat das Land ins Unglück gebracht. Seht, wie wacker sind meine Augen geworden, dass ich ein wenig dieses Honigs gekostet habe. Dieses Evangelium, ein bisschen von dem Evangelium reicht, um den Menschen fröhlich zu machen. Und die Freude am Herrn, das ist unsere Stärke. Ja, und dieses Evangelium, das wird kaum noch gepredigt. Ja, ihr kriegt alle möglichen Lebensanweisungen oder so ein bisschen Selbstmitleid. Ja, mir ist so schlimm und ich habe so Probleme so in meinem täglichen Leben. Jesus, hilf mir. Das tut Jesus auch. Ja, er hilft uns auch in unserem täglichen Leben. Aber das sind alles seelische Vorträge über seelische Probleme. Ja, das Evangelium, das ist nochmal was anderes. Ja, das weckt etwas anderes im Menschen auf. Das erweckt ihn geistlich, das gibt ihm wackere Augen. Und ein wenig dieses Honigs macht die Augen wacker. Ja? Weil aber das Volk heute nicht hat dürfen essen von der Beute seiner Feinde, die es gefunden hat, so hat nun auch die Schlacht nicht größer werden können wieder die Philister, sagt der Jonathan. Ganz offen, das ist Manöverkritik, ja, was er hier macht. Sie schlugen aber die Philister des Tages von Michmas an bis gen Ajalon, und das Volk war sehr matt. Das ist das dritte Mal jetzt matt. Die waren matt, noch matter, sehr matt. Ja? Die waren vollkommen ausgelaugt, da war nichts mehr. Das ist geistlich in den Gemeinden heute auch so. Die Leute sind müde, ja? Weil sie geistlich keine Nahrung bekommen. Sie sind informiert über alle möglichen Themen, ja? Über alle möglichen Lebensführungen. Und Entschuldigung, dass ich das so offen sage, aber die meisten Predigen sind ja doch irgendwie zusammengegoogelt. Ja, man googelt da hier und googelt da und dann erzählt man von diesem Sportereignis, Basketball oder was weiß ich. Und da wird dann irgendwie übertragen aufs Geistliche und dann kommt man auf diese und jene Themen. Aber das Wort Gottes zu predigen, das findet man ganz selten. Und dadurch wird das Volk matt. Ja?
Sie schlugen aber die Philister des Tages von Michmas bis gen Ajalon, und das Volk ward sehr matt. Und das Volk fiel über die Beute her. Die können nicht mehr anders. Ja, die haben Hunger, die sind müde, die sind erschöpft, die brauchen Essen. Und sie nahmen Schafe und Rinder und Kälber und schlachteten auf der Erde und aßen so blutig. Die haben das Fleisch im Blut gegessen, so hungrig waren die. Da verkündigte man Saul, siehe, jetzt wird's fromm, ja, siehe, das Volk versündigt sich am Herrn, dass es Blut ist. Er sprach, ihr habt übel getan. Jetzt kommt der frömmelnde Saul. Er hat übel getan, oder? Aber er dreht es genau um. Ihr habt übel getan. Wälzet herzu mir jetzt einen großen Stein. Wir müssen auch noch einen Altar aufbauen. Und Saul sprach weiter, zerstreut euch unter das Volk und sagt ihnen, dass ein jeglicher seinen Ochsen und sein Schaf zu mir bringe und schlachtet all hier, dass ihr esset und euch nicht versündiget an dem Herrn mit dem Blutessen. Wer hat sich versündigt am Herrn? Er. Aber bei oberflächlicher Betrachtung, wenn man die ganze Geschichte jetzt nicht kennt, dann glaubt man, dass das Volk sich da vergangen hat, weil es Fleisch im Blut ist. Blut im Fleisch ist. Ja? Diese Dinge zu durchschauen, da muss man die Vorgeschichten kennen. Und genauso ist das in den Gemeinden auch. Aber nicht das Volk hat sich vergangen, sondern Saul hat sich vergangen. Aber hier taucht er auf als der, der jetzt alles wieder gut machen will, was das Volk angeblich falsch gemacht hat. Und in Wirklichkeit hat er es verbockt. Aber da kommen wir gleich noch später nochmal zu. Ja? Hier in dem Kapitel auch. Und Saul sprach weiter, zerstreut euch unter das Volk und sagt ihnen, dass ein jeglicher seinen Ochsen und sein Schaf zu mir bringe und schlachtet all hier, dass ihr esset und euch nicht versündiget an dem Herrn mit dem Blutessen. Da brachte alles Volk ein jeglicher seinen Ochsen mit seiner Hand herzu des Nachts und schlachteten daselbst. Und Saul baute dem Herrn einen Altar. Das ist der erste Altar, den er dem Herrn baute. Und Saul sprach, lasst uns hinabziehen den Philistern nach bei der Nacht und sie berauben, bis dass es Licht am Morgen wird, dass wir niemand von ihnen übrig lassen. Sie antworteten, tu alles, was dir gefällt. Aber der Priester sprach, lasst uns hierher zu Gott nahen. Und Saul fragte Gott, soll ich hinabziehen den Philistern nach und willst du sie geben in Israels Hände? Aber er antwortete ihm zu der Zeit nicht. Gott hat Saul nicht mal mehr geantwortet. Hieran sehen wir, wer wirklich schuld war. Hieran sehen wir auch Gottes Meinung zu dem, was Saul da tut. Und auch das kann man wieder übertragen auf die Gemeinden, ja? Denn die Gemeinde leidet nicht alle, ja? Es gibt auch gute Leute da, gar keine Frage. Aber ich zeichne hier eine ganz bestimmte Situation und wer in so einer Situation ist, weiß, was ich meine. Die, die so eine Situation noch nicht erlebt haben, können das wahrscheinlich so nicht nachvollziehen, ja? Aber hier, das ist eine spezielle Situation, die hier in Gemeinden ist. Und die Frage ist, wie geht man damit um und was tut man dann? Gott antwortete dem Saul zu der Zeit nicht. Das ist etwas sehr Gravierendes. Gott redet nicht mehr mit dem Saul. Obwohl er hier Gottesdienst macht, ja, antwortet er nicht. Also das finde ich, das ist absolute rote Karte, ja, doppelte rote Karte. Da sprach Saul, lasst herzutreten alle Obersten des Volks und erfahren und sehen, an welchem die Sünde sei zu dieser Zeit. Denn so wahr der Herr lebt, der Heiland Israels, und ob sie gleich an meinem Sohn Jonathan wäre, als ob Saul schon was ahnt, ja, so soll er sterben. Und niemand antwortete ihm aus dem ganzen Volk, weil alle Bescheid wissen, aber niemand traut sich da, sich zu äußern zu, weil es zu gefährlich ist. Ja. Und er sprach zu dem ganzen Israel, seid ihr auf jener Seite? Ich und mein Sohn Jonathan wollen sein auf dieser Seite. Also Saul merkt schon, da ist der Jonathan wohl irgendwie dran. Ja. Jetzt entsteht Eifersucht zwischen Saul und Jonathan. Jetzt versucht Saul, die ganze Sache an sich zu reißen. Und eigentlich versucht Saul jetzt, den Jonathan als Messer zu liefern. Ja? Und den Jonathan rauszukicken, weil er ihm gefährlich wird. Weil er plötzlich zum Konkurrent geworden ist. Sein eigener Sohn. Ja? Also er sagt zum Volk Israel, seid ihr auf jener Seite, ich und mein Sohn Jonathan wollen sein auf dieser Seite. Das Volk sprach zu Saul, tu, was dir gefällt. Und Saul sprach zu dem Herrn, dem Gott Israels, schaffe Recht. Da ward Jonathan und Saul getroffen, aber das Volk ging frei aus.
Das ist die erste Aussage Gottes zu dem Ganzen. Das Volk ist überhaupt nicht schuld. Auch nicht durchs Blutessen. Das Volk hat nichts verschuldet. An einem von den beiden liegt es, entweder an Jonathan oder an Saul. Saul glaubt zu dem Zeitpunkt noch, die Sache geht auf. Jetzt noch einmal loswerfen, dann ist der Jonathan dran und dann habe ich eine Möglichkeit, mit Gottes Urteil, den Jonathan als Messer zu liefern. Und es ist hier fast so, als ob Gott das Los so fallen lässt, dass Saul daran offenbar wird, was in seinem Herzen ist. Ja? Wir lesen mal weiter, das ist hochspannend hier. Saul sprach, werfet über mich und meinen Sohn Jonathan. Da war Jonathan getroffen. Ja, Moment her, der Jonathan war doch gar nicht schuld. Ja, der Jonathan hat dem Volk gesagt, esst von dem Honig, da werdet ihr wacker, da gibt es einen großen Krieg. Er hat doch eigentlich offengelegt, was der Saul falsch gemacht hat. Er hat offengelegt, was in der Gemeinde falsch gelaufen ist. Wie kann denn jetzt der Jonathan getroffen werden vom Los? Es ist so, als ob Gott den Saul in diese Situation hineinführt und sagt, komm, beiß zu. Stich zu, schlag zu, du hast die Möglichkeit. Als ob Gott den Saul in dieser Situation offenbar werden lässt. Und eigentlich lässt Gott hier das Los auf den Unschuldigen fallen, damit der Schuldige offenbar wird und noch schuldiger wird. Das ist etwas Unheimliches, was hier passiert. Das ist Gottes Gericht und das passiert vielfach im Land, heute. Das ist nichts, was vor 3.500 Jahren passiert wäre. Das passiert heute in den Gemeinden, im Geist und in Wahrheit. Ja? Saul sprach, werfet über mich und meinen Sohn Jonathan. Da ward Jonathan getroffen. Und Saul sprach zu Jonathan, sage mir, was hast du getan? Jonathan sagte es ihm und sprach, ich habe ein wenig Honig gekostet mit dem Stab, den ich in meiner Hand hatte. Und siehe, ich muss darum sterben. Da sprach Saul, Gott tue mir dies und das, Jonathan, du musst des Todes sterben. Da läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn ich das lese. Saul sagt, du musst sterben, du bist schuld, du hast das verantwortet. Damit offenbart Saul, was in ihm ist, in seinem Herzen ist. Und das kommt dadurch, dass Gott das Los auf Jonathan hat fallen lassen. Hätte Gott das Los auf Saul fallen lassen, hätte Saul sich da rausgewunden, rausgeredet, mit seiner königlichen Autorität das weggebügelt, wäre darüber hinweggegangen. Aber so kommt raus vor allem Volk, was drin ist. Saul verurteilt seinen eigenen Sohn zum Tod. Aber das Volk sprach zu Saul, sollte Jonathan sterben, der ein solch großes Heil in Israel getan hat? Das sei ferne. So wahr der Herr lebt, es soll kein Haar von seinem Haupt auf die Erde fallen, denn Gott hat's heute durch ihn getan. Also erlöste das Volk Jonathan, dass er nicht sterben musste. Da zog Saul herauf in den Philistern und die Philister zogen an ihren Ort. Das ist natürlich auch ein Bild auf Christus, ja. Das ist auch ein Bild auf Christus, der sein Leben lässt fürs Volk und rettet, ja. Gar keine Frage. Und trotzdem wird hier für mich irgendwie deutlich, dass wenn Führung, Gemeindeleitung sich rächen will an seinen Feinden, ja, indem sie sagen, wir sind groß geworden, wir haben 1000 Mitglieder, wir haben 2000 Mitglieder, wir haben 3000 Mitglieder, wir sind die erfolgreichste Freikirche hier im ganzen Gäu, ja, wir sind wer, dann machen die genau dasselbe, was Saul hier auch gemacht hat. Ja, dann läuft das ab, was hier auch läuft. Diejenigen, die in den Gemeinden sind und so über Gebühr strapaziert werden, die gehen dann irgendwann zurück in die Welt. Ja, die sind so gedrückt worden unter gesetzliche Dinge oder unter Leistungsdruck gesetzt worden, das packt kein Mensch. Ja, der Erste, der aufbegehrt hätte gegen so einen gesetzlichen Druck, wäre der Apostel Paulus gewesen. Der sagt ja in Römer 7, ich habe ja Lust an dem inwendigen, an Gottes Gesetz, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz Gottes widerstreitet. Ich elender Mensch. Also der Erste, der gegen diese Gesetzlichkeiten aufbegehrt hätte und gestöhnt und geächtzt hätte und geschrien hätte dagegen, wäre der Apostel Paulus selber.
Und was in manchen Gemeinden läuft bezüglich Gesetzlichkeiten, das ist unglaublich, das ist unsäglich, ja. Und dann fangen die Leute irgendwann an und gehen in die Welt und genießen die Dinge heimlich und werden zu Heuchlern und halten irgendwo noch die Fassade auf in der Gemeinde, aber eigentlich leben sie schon ein Parallelleben in der Welt, sind auch nicht mehr gerne gläubig, sind auch glaubensmüde und irgendwann gehen die ganz in die Welt. Und manche versündigen sich auch, ja. Das sind Themen, die vielfältig passiert sind in den letzten 20 Jahrhunderten. Das, was hier beschrieben ist. Und ich finde es so erfrischend, damit komme ich auch zum Schluss, wie der Jonathan damit umgeht. Der hat nichts gehört von dem Fluch, den da der Saul ausgesprochen hat, über das Volk oder über den Eid, den er da genommen hat. Und dann nimmt er einfach von dem Honig und sagt, oh, der schmeckt aber lecker. Der macht ja die Augen hell. Ja, und als das Volk ihm sagt, dein Vater hat verboten, dass wir was essen, da sagt er, mein Vater hat das Land ins Unglück gebracht. Das ist ganz schön Käse. Also wenn man diese Leute heute kritisieren würde und würde sagen, hier, diese Leute bringen das Volk Gottes ins Unglück, weil sie falsche Sachen lehren, weil sie im Gesetz stehen und Lasten auf euch legen, die niemand tragen kann, dann hat man da ein Problem. Ja, aber der Jonathan, der ist da total freimütig, geht er damit um, der hat da gar kein Problem mit. Diese Frische, diese Kraft, diese Unbeschwertheit im Glauben, das ist was Schönes. Und was ich auch schön finde, ist, das Volk hat ja vorher immer geschwiegen, wenn der Saul gesagt hat, komm, wir machen jetzt dies, machen jetzt jenes mit dem Jonathan da, ihr stellt euch auf die Seite und wir auf die. Und da hat das Volk immer geschwiegen. Aber als Saul gesagt hat, der Jonathan muss sterben, da hat das Volk sich vor den Jonathan gestellt. Gegen den König. Wow. Das dauert beim Volk immer ein bisschen länger. Ja, das Volk braucht immer ein bisschen länger Zeit. Die müssen die Dinge manchmal sehen. Wenn die das nicht sehen, dann können die das nicht nachvollziehen. Die können auch nicht glauben, dass die Spitze so korrupt ist. Ja, das gilt jetzt natürlich auch wieder für profane Zusammenhänge, wegen mir in der Politik und in der Gesellschaft, aber genauso im Geistlichen gilt das auch. Ja. Das Volk braucht immer ein bisschen länger, bis es das sieht. Aber dass das Volk irgendwann den Mut hat und stellt sich vor den Jonathan und sagt zu dem König Saul, sollte Jonathan sterben, der ein solch großes Heil in Israel getan hat, das sei ferne. So wahr der Herr lebt, es soll kein Haar von seinem Haupt auf die Erde fallen, denn Gott hat es heute durch ihn getan. Also erlöste das Volk Jonathan, dass er nicht sterben musste. Das finde ich schön. Ja, das ist Bruderschaft. Und wenn das passiert, dann entsteht so eine fröhliche Freundschaft, so eine fröhliche Glaubensbruderschaft zwischen dem Volk und dem Jonathan. Das ist das, was Jesus wollte. Das ist das, was Jesus wollte mit der Gemeinde. Eine fröhliche Freundschaft mit dem Sohn Gottes in der Welt. Gegen die Sauls Leute. Das ist das, was Jesus wollte. Und was er durch die Jahrhunderte immer getan hat. Und wenn ihr solche Leute trefft, ja, mit denen müsst ihr Gemeinschaft pflegen. Und wenn ihr in solchen Saulsgemeinden seid, dann geht da lieber raus. Das macht euch auf Dauer kaputt. Zieht euch da ab. Wegen mir tretet aus der Gemeinde aus. Sorry, dass ich das sagen muss. Das sind Notstandsgesetze, über die wir hier reden. Ja, normalerweise soll jeder seine Gemeinde haben. Das ist gut, weil er da auch geistliche Nahrung bekommt, wenn er sie denn bekommt. Ja. Aber wenn solche Situationen hier auftreten, das ist geistlicher Missbrauch, was hier läuft. Das ist Missbrauch mit Abhängigen. Dem entzieht euch. Ja. Geht da raus, sucht euch irgendwas anderes. Sorry, es gibt so viele Möglichkeiten heute im Internet, euch geistlich zu ernähren. Ja. Dann fehlt einem immer noch die Gemeinschaft, auch mit Glaubensgeschwistern. Und die suchen wir ja auch. Ist ja gar keine Frage. Ja. Aber sich dem hier auszusetzen, das macht euch kaputt. Und das führt euch nachher in schlimmeren Nöte, Glaubensnöte, seelische Nöte, psychische Nöte, wegen mir auch moralische, ethische Nöte, wegen mir sexuelle Nöte. Ja. Das wird euch kaputt machen hier. Geht da weg und sucht euch Leute wie den Jonathan, sucht euch Leute wie dieses Volk und pflegt mit denen Gemeinschaft. Ja. Das sind wenige, aber das ist immer eine sehr erfrischende und eine sehr wertvolle Zeit, mit solchen Leuten Zeit verbringen zu können. Und das erbaut uns. Und wenn das verbunden ist mit Gottes Wort, vielleicht in einem Hauskreis oder so, das ist Honig. Das macht uns stark, das macht uns kräftig. Das wollte ich euch so kurz zeigen. Das sind so die Gedanken, die ich so zu diesem Text habe. Ich mag diese 1. Samuel 14, dieses Kapitel mag ich sehr, weil es so eine schöne Mischung ist. Ja? Als man hat einerseits
was Prophetisches, was Lehrhaftes, was sogar was Endzeitliches beinhaltet. Und auf der anderen Seite hat man dieses Thema Gesetz und Gnade, Freiheit in Christus, Gesetz der Freiheit und nicht Gesetz des Mose vom Sinai, weil es ohnehin vorbei ist. Das ist eine ganz andere Priesterschaft. Ja? Das Gesetz vom Sinai ist die aaronitisch-levitische Priesterschaft, die ist vorbei, diese Priesterschaft. Die Priesterschaft Jesu Christi gilt, die Priesterschaft Melchisedeks gilt und keine andere, es gibt keine andere mehr. Warum? Weil dieser Melchisedek ein ewiger Priester ist. Ja, wir sind ins ewige Priestertum eingegangen. Was sollen wir uns denn wieder zum Sinai zurückwenden? Ja, und diese Dinge, die findet man plötzlich hier in diesem Kapitel. Also eigentlich so genau die Mischung, die ich auch hier auf dem Kanal mir so ein bisschen wünsche. Einerseits tief in die Bibel einzutauchen und zu sehen, das ist alles wahr, was da steht. Das ist Gottes Wort. Ja, dann schlecken wir ein bisschen Honig zusammen. Ja, und auf der anderen Seite, wo es wirklich ganz konkret um Wandel geht, um Alltag in der Gemeinde, um Lebensführung und um Gesetz und um Gnade, um Freiheit in Christus, um Jonathans Leute und um Sauls Leute. Das ist eine schöne Mischung in dem Kapitel, deswegen mag ich das so sehr und deswegen wollte ich euch das mitgeben. So viel für heute. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Tag, viel Gesundheit. Es sieht so aus, als ob sich alles ein bisschen aufhält im Moment. Ja, wir schauen mal, wie das da weitergeht, auch im profanen Alltag. Da sollen ja irgendwelche Maßnahmen gelockert werden, da würden wir uns sehr freuen drüber. Vielleicht ist dann auch wieder Gemeinschaft möglich. Wenn ich das vielleicht an der Stelle noch sagen darf, ich überlege an einer Freizeit in der Schweiz und wer da Freudigkeit hat, meldet euch da gerne an. Das Haus hat 150 Betten. Ich glaube, wir sind jetzt so ungefähr bei 55, 60 Anmeldungen irgendwo. Das ist die erste Dezemberwoche. Ich glaube, dass wir dann ein Wochenende machen oder eine Woche, muss man mal gucken. Also entweder 4 oder 7 Tage. Aber ich glaube, es neigt sich eher Richtung so einer 4-tägigen Freizeit Anfang Dezember. Ich denke, dass das dann wieder möglich sein sollte und würde mich sehr freuen, einige von euch wiederzusehen und manche neu kennenzulernen. Ja? Wenn nicht, sehen wir es auf jeden Fall vorher noch hier auf YouTube. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.